Ich denke, wir eröffnen jetzt die Fragerunden an die Parteien. Ich gebe mal die Spielregeln bekannt, aber vorher noch was, damit hier niemand vor Dehydrierung umfällt, gibt es da hinten beim Klavier ein Angebot an Wasser. Gut, ich denke, die Regeln für die Beantwortung von den Fragen, die sind jede Partei 3 Minuten. Sie sind geübte Parlamentarier und wissen, wie lang das ist. Aber ich habe noch eine Sanduhr zu Ihrer Unterstützung, damit Sie sehen, wie es durchrieselt. Es sind großzügige 3 Minuten. Gut. Und danach werde ich Sie dann stoppen müssen, aber Sie werden das dann sicher aus einhalten, da bin ich sicher. Ich denke, wir könnten mal mit der Frage der Geheimhaltung vielleicht anfangen. Also, wie fühlt sich denn ein Parlamentarier, wenn er nur noch ein Gesetz vorgelegt kriegt, wo er nur noch abnicken kann und wo die ganzen Vorbereitungen, also vorher, hinter dem Rücken gelaufen sind? Frau Dorschein-Berg, vielleicht fangen Sie damit mal an. Mein beruflicher Schwerpunkt seit vielen Jahren ist der Bereich Open Government. Ich mache auch Beratung für Open Government. Dahinter verbirgt sich Transparenz und Nachvollziehbarkeit in Politik und Verwaltung. Ich mache das aus genau dem Grund, weil ich glaube, dass eine der größten Gefahren für Fehlentwicklungen in einer demokratischen Gesellschaft in der Intransparenz liegt. Denn schwarze Schafe verstecken sich im Dunkeln und es macht schon extrem misstrauisch, wenn die Beteiligten an solchen Verhandlungen die entsprechenden Unterlagen nicht öffentlich machen wollen, uns gleichzeitig aber erzählen, wie toll das eigentlich für uns ist. Es musste selbst die Bundesregierung zugeben, dass sie zwar einerseits für dieses Abkommen ist, andererseits aber die Unterlagen noch nie gesehen hat. Also ich finde das schon äußerst bedenklich, wenn unsere Regierung sich in dieser Art und Weise positiv äußert, ohne zu wissen, was drinsteht. Meine Erfahrung sagt mir, dass immer dann, wenn man Dinge geheim hält, es sehr viel Grund zu Misstrauen gibt. Deswegen hoffen wir, und es ist ja in der Vergangenheit auch so gewesen, schon mit den ersten Leaks, dass es Menschen mit Rückgrat und Gewissen überall gibt und dass wie bei Attac rechtzeitig alle Unterlagen geleakt werden, dass wir uns als Zivilgesellschaft daran beteiligen können, denn alles, was wir bisher wissen über dieses Abkommen, ist, dass es uns alle massiv betreffen wird, dass es wahrscheinlich nicht in einer positiven Art und Weise ist, dass das, was man uns vorerzählt und vorteilt, offensichtliche Lügen und Falschbehauptungen sind. Und wir brauchen mehr Informationen, um die Zeit zu haben, uns dagegen zu wehren. Das hat bei Attac geklappt, das ist seinerzeit 2008 an WikiLeaks geleakt worden. Und so konnten sich weltweit zivilgesellschaftliche Organisationen vorbereiten und gezielt dagegen vorgehen. Das geht natürlich besser, wenn man das auf Faktenbasis machen kann und nicht rumspekulieren muss wie jetzt. Aber wie gesagt, ich glaube, die Spekulation ist hier angebracht und wir wissen auch schon genug, um zu wissen, dass es für die Demokratie gefährlich ist. Es sind sehr viele Argumente dafür schon gegeben worden und das mit den Lügen ist ganz offensichtlich, denn eines der Argumente, die selbst Martin Schulz wiederholt hat, gerade erst dieses Wirtschaftswachstum und tolle Jobs in einer Krisenzeit in Europa, das als Argument zu benutzen, finde ich wirklich ziemlich, also ich finde eigentlich gar keine Worte dafür, denn es sind 0,5% über 10 Jahre, das ist statistisch pro Jahr nicht mal nachweisbar. Und das als Argument zu benutzen, ist einfach nur widerlich, zu Deutsch gesagt. Also ich möchte, dass eben nicht nur Vertragsunterlagen, sondern auch alle Gutachten, die einfließen, in solche Vertragsverhandlungen offengelegt werden. Das ist eine alte und intensive Forderungen der Piraten, wir machen das auch. Wir haben auch teilweise Dokumente geliefert bekommen zu TTIP und die findet man alle bei uns auf der Website. Ein Vorbild an Redediszipline, Herr Lenders, bitte Sie auch. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, ich bin gerne gekommen. Ich weiß, dass ich als Liberaler hier jetzt dann keinen leichten Stand habe. Ich glaube, es ist auch gelebte Demokratie, dass man sich mit Argumenten auch von politischen Wettbewerbern auseinandersetzt und sich auch der Diskussion stellt und auch nicht wegtut.
das in Richtung an die Kollegen von der CDU. Gut, aber das andere ist die Frage, ich hab das ja kennengelernt, einmal die Gesetzesvorlage von der Regierung in der Regierungsverantwortung und jetzt in der Opposition. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie Opposition sind, kriegen Sie immer wieder eine Gesetzesvorlage, wo die Regierung Ihnen als Oppositionspartei nicht erklärt hat, was denn dahinter steckt und was der Verhandlungsgegenstand ist. Ich finde, dass man auch das nicht, TTIP jetzt nicht mit einer Gesetzesvorlage vergleichen sollte, sondern es ist natürlich ein Freihandelsabkommen, ein Vertragswerk, was viele Interessen beinhaltet und wo viele Menschen auch von betroffen sind. Ich verstehe das Argument, man kann nicht alles offenlegen, um seine Verhandlungsposition nicht zu schwächen. Ich glaube auch nicht, dass irgendwo die roten Linien irgendwo aufgeschrieben sind. Das glaube ich auch nicht, deswegen werden Sie das nicht finden, Herr Dr. Blunk. Aber die werden schon ihre Verhandlungspositionen haben. Ist aber eine klare Geschichte, dass die Diskussion darüber erst dadurch entstanden ist, weil ich sehr intransparent mit dem Verhandlungsgegenstand umgegangen bin. Und das nährt natürlich schon auch den Verdacht, da gibt es irgendwas, was wir nicht wissen sollen und wo die uns nachher vor veränderte Tatsachen stellen. Ich glaube aber, dass die Entscheidungsprozesse und nachher am Ende aller Tage muss ja auch der Europäische Rat, das Europäische Parlament und alle Mitgliedstaaten auch noch zustimmen. Und spätestens dann kommen wir, glaube ich, auch in eine breite Diskussion rein, alleine bei der Frage Schiedsgericht, was eben schon mal angesprochen worden ist, sehe ich auch durchaus kritisch. Ich glaube nicht, dass alle Mitgliedstaaten in der EU am Ende so einem Verfahren wie dem Schiedsgericht zustimmen werden. Und Einigkeit muss ja da hergestellt werden, sonst findet das keinen Eingang in die Verhandlung. Blum wollte gerade noch einen Einwurf machen zum Länderparlament. Ich werde Ihnen vielleicht hier als Angeber vorkommen, aber ich habe am Montag mit Oettinger sprechen können. Oettinger war auf einer Veranstaltung in München zur TTIP. Eine Werbeveranstaltung, aber das ist jetzt uninteressant. Es war nicht anders zu erwarten und da will ich auch gar nicht kritisieren. Die Einladenden waren die Bayerische Staatskanzlei. Eigentlich wollte ich Oettinger in der Diskussion oder wenigstens dann auch hinterher die Frage stellen, ob denn, wenn die Europäische Kommission dieses Abkommen vorläufig in Kraft setzt, nach Abstimmung durch das EP-Parlament und die Zustimmung des Rates, kann die Europäische Kommission das Abkommen vorläufig in Kraft setzen, weil der Ratifizierungsprozess in 28 Staaten langwierig ist, der kann bis zu 2 Jahren dauern. So lange möchte man dann nicht warten, also kann sie das machen. In der Erwartung, dass die Mitgliedsländer und ihre Parlamente zustimmen. Eine Regelung für den Fall, wenn ein Parlament jetzt nicht zustimmt, was dann mit der vorläufigen Inkraftsetzung passiert, fehlt im Europarecht. Das gibt es nicht. Eigentlich wollte ich Oettinger sozusagen in Verlegenheit setzen, aber dazu kam es nicht. In der Diskussion wurde ich nicht aufgerufen und nachher dann, wo er ein Glas Wein in der Hand hatte, da habe ich dann Gelegenheit gehabt, diese Frage zu stellen. Wurde schon unterbrochen, nein, das kann die Kommission nicht. Das war aber nicht mein Punkt und ich kam gar nicht zu meinem eigentlichen Punkt, denn an der Stelle, und jetzt kommt eine wirklich nicht ganz unsensationelle Information an der Stelle, brach eine starke Erregung aus ihm heraus. Und er sagte wörtlich, und das sage ich jetzt bitte den Abgeordneten und den Kandidaten mit großem Nachdruck, er sagte wörtlich, wir sind doch nicht so blöd, wir Kommission, ein Abkommen zu machen, das alle 28 Mitgliedstaaten ratifizieren müssen, vielleicht noch mit jeweils 2 Kammern. So blöd sind wir nicht in der Kommission. Gemischtes Abkommen, Sie kennen die Ausdrücke. Und dann war er immer noch nicht ganz beruhigt. Ich sagte, Herr Oettinger, ich bin Journalist, wissen Sie, was Sie hier erzählen? Dann kam es nochmal aus ihm raus, dann piekste er mich mit dem Zeigefinger auf meine Revier und sagte, diese Parlamente in diesen Ländern, in Sofia, die sind ja sowas von korrupt. So, das ist die Stimme der Kommission. Also, ob das in die Länderparlamente kommt und ob der Bundestag was damit zu bestimmen hat,
ist mehr als fraglich. Also das muss man, also das würde gegen nationales Recht verstoßen, was Sie gerade gesagt haben. Also die These, dass der Bundestag am Ende nicht beteiligt ist, das können Sie jetzt als Szenario hier so darstellen, aber ich glaube nicht, dass so eine Position nachhaltig wirklich durchhalten kann. Er glaubt auch, dass die nationalen Parlamente nicht beteiligt werden. Ich sage mal, dass es nationales Recht ohne geht. Ich habe nur zitiert. Gut, okay, dann reiche ich die Sandra weiter an Herrn Häusler. Ja, ich muss das, kann das, glaube ich, noch ein bisschen erweitern, weil wir eigentlich jetzt nur mal über TTIP reden. Aber was als nächstes ansteht, ist das Freihandelsabkommen mit Kanada, das CETA-Abkommen. Und da läuft das eigentlich alles schon. Das ist im Grunde die Blaupause. Und in der Tat hat Herr de Gucht ja angekündigt, er will das vom Europäischen Gerichtshof klären lassen, ob die 28 Nationalstaaten dem zustimmen müssen. Also die Auseinandersetzung gibt es an dieser Stelle schon. Und in diesem Abkommen, wo man ja schon vor 3 Monaten ein Säckchen gedruckt hat, Herr Barroso und Herr Hafer in Brüssel. Wir haben es verabschiedet, Sie haben aber dann auch noch nicht gemerkt, dass das Europäische Parlament ja auch noch zustimmen muss. Ja? Das ist ja auch schon schwierig. Also man muss dann noch so ein bisschen mit den demokratischen Spielregeln in Europa umgehen, lernen umzugehen. Und Herr Oettinger, naja, der ist halt ein Merkel-Geschickter und die Merkel ist ja bei allen Gelegenheiten in Brüssel immer unterwegs, genau wie die Kollegen von FDP, CDU und SPD, und sagt, es wird ein Abkommen geben und keine europäischen Standards werden gesenkt. Da kann ich nur sagen, jawohl, wir verhandeln mit denen, die Amerikaner akzeptieren alles und dann unterschreiben sie. Das entspricht jedweder Realität und am Ende ist so ein Abkommen immer, könnte ich auch gleich verstehen, ein Deal. Ein Deal zwischen verschiedenen Wirtschaftsbereichen, was die Amerikaner wollen, ist relativ klar. Deshalb, ich würde doch noch ganz gern nach einem Satz zur Gentechnik sagen, die Amerikaner wollen Zugang zu diesem bestverdienten Verbrauchermarkt der Welt, weil da ist nämlich so den Nahrungsmittelmarkt, denjenigen Kunden, die hier die amerikanische Ware bis jetzt nicht kriegen, weil wir in der Tat sehr strenge Vorschriften haben in Sachen Gentechnik. Und die amerikanische Seite hat sehr deutlich gesagt, wir waren mit dem Agrarausschuss vor 2 Jahren in den USA und haben mit Herrn Filzek, dem amerikanischen Agrarminister, gesagt. Da hat er gesagt, also ihr Europäer, das mit der Gentechnikpolitik mal ehrlich, das macht ihr doch nicht zum Schutz der Verbraucher, sondern ihr wollt doch nur uns Amerikaner vom Markt halten. Das ist eine felsenfeste Überzeugung der Amerikaner, weil sie gar kein Finden dafür haben, dass vielleicht in Europa das ein bisschen anders gesehen wird. Dann kam so German Angst und sowas. Die halten uns für ein bisschen rückständig an dem Punkt. Bei Chemie ja auch, wir haben ja eine Riesverordnung. Amerikaner kennen diese Verordnung gar nicht. Sie haben in der Tat doppelt so viele Chemiestoffe in der Landwirtschaft zugelassen wie in Europa. Also es gibt wesentliche Unterschiede im Verbraucherschutzbereich. Und das muss man ganz klar sagen, das steht mit auf dem Spiel. Weil am Ende, warum macht man es denn geheim? Das ist doch eine ganz einfache Sache. Da werden jetzt Deals gemacht. Da gibt es ein Interesse der deutschen Chemieindustrie, der Automobilindustrie, die wird gerne noch mehr auf den amerikanischen Markt. Gerade die Pharmaindustrie ist ganz wild. Bayer und BASF, die haben tatsächlich Schwierigkeiten, auf den amerikanischen Markt zu kommen. Und am Ende wird uns dann vielleicht ein Abkommen auf den Tisch gelegt, da heißt es dann, ja, für die Europäer haben wir es jetzt erreicht, besseren Marktzugang für Pharma, besseren Marktzugang für Autos. Leute, dafür müssen wir leider ein bisschen mehr jetzt Gentechnik schlucken oder Chicken McNuggets, ein bisschen Chlor drunter. Das ist die Realität, die dann nachher ablaufen wird. Und deshalb finde ich es immer schon ein bisschen dreist, wenn jetzt, schade, dass kein Kollege von der CDU da ist. Wir haben ja die Diskussion im Parlament auch immer. Das heißt, bitte. Wir senken keine Standards. Und das ist einfach unrealistisch. Und ich kann nur sagen, wir haben als Grüne mehrmals versucht, diesen Prozess anzuhalten. Wir haben auch in der letzten Plenumswoche in Straßburg wieder leider erleben müssen, dass auch die SPD sich hinter den Investitionsschutz geklemmt und hat gesagt, das müssen wir regeln. Ich könnte jetzt die
Frage, wer Sie heute Abend am schwersten haben wird, fortsetzen. Ich glaube, das ist gar nicht mal die FDP, sondern das ist wahrscheinlich die SPD. Weil wir an dieser Stelle hier eine Mittelposition haben. Ich möchte mal auf die Frage zurückkommen, die Frau Bayer gestellt hat am Anfang, nämlich wie fühlt sich eigentlich ein Parlamentarier, wenn er sozusagen am Ende irgendeines Prozesses, an dem er und andere nicht beteiligt waren, was auf den Tisch geknallt bekommt. Ich bin kein Parlamentarier, ich bin Stadtverordneter hier in der Stadt, sagen wir mal Mini-Parlamentarier, da fühlt er sich sicherlich nicht gut. Aber an der Stelle möchte ich mal das Spruchstück Gesetz ein klein wenig erweitern. Ja, kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es reingekommen ist. Und ich möchte es ein Stück erweitern. Kein Parlamentarier im Europäischen Parlament ist gezwungen, wie auch immer, was gegen was aufgewogen und abgewogen wird in solchen Verhandlungen und am Ende auf dem Tisch liegt. Keiner der Parlamentarier ist gezwungen, dem am Ende zuzustimmen. Das heißt, wie immer er sich damit fühlt, dass es so zustande gekommen ist, er ist nicht gezwungen, dem zuzustimmen. Und er hat auch immer, ja, ich weiß, Fraktionszwang und Umfaller und so, ich habe damit gerechnet und die Frage des Vertrauens und Misstrauens ist natürlich in der Tat an dieser Stelle eine ganz besondere. Aber die Frage, wie es verhandelt wird, an der Stelle möchte ich nochmal weitermachen und wer an den Verhandlungen beteiligt sind. Da gibt es ein Grundproblem, das hier noch gar nicht angesprochen worden ist, aus meiner Sicht. Hauptsächlich beratend tätig ist die Wirtschaft selbst und allein an der Stelle Richtung Kommission. Ich glaube, das ist ein Punkt, da ist der Prozess in der Tat nicht in Ordnung und so kann das auch nicht funktionieren, weil am Ende nicht nur die Wirtschaft, so wie wir das heute Abend ja hier schon gehört haben, betroffen ist. Und deshalb gehört in diesem Prozess gehören zu diesem Prozess sehr viel mehr, ob das Gewerkschaften sind, andere Institutionen, Organisationen der Zivilgesellschaft. Und an der Stelle muss in den Verhandlungen, aber auch in der Frage, wie das vorbereitet wird, müssen da noch einige dazu. Nur eins, Frau Domscheit-Berg, kann ich überhaupt nicht verstehen, weil Sie sich nun gerade mit Martin Schulz rausgesucht haben. Deshalb sage ich auch, für die SPD ist vielleicht heute Abend hier überhaupt nicht am einfachsten. Ich kann nicht nachvollziehen, warum es ekelhaft ist, wenn ein sozialdemokratischer Politiker sagt, Moment mal, es liegt noch nichts fertig auf dem Tisch. Und bei dem, was hier verhandelt wird, gibt es Chancen. Es gibt Chancen, Sie haben eben zu Recht, Herr Häusling, gesagt, auch die europäische Wirtschaft hat Interessen, nicht nur die amerikanische. Und da gibt es Chancen, was die Frage Arbeitnehmerrechte angeht, da gibt es Chancen, was die Wirtschaft angeht, was Arbeitsplätze angeht. Inwiefern die Vorhersagen, die es da gibt, tatsächlich eintreffen, das muss man nochmal genau abschätzen, weil diese Studien relativ schwierig sind. Aber ich bin der Meinung, dass man als Sozialdemokrat diese Frage nicht einfach so beiseite liegen lassen kann und einfach sagen kann. Letzter Satz, auch wenn er geschafft hat, ist ja, es zu Ende. Ja, er ist dann zu Ende und ich gebe es auch gleich ab. An dieser Stelle kann man nicht einfach sagen, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern da muss man auch schauen, ob da etwas rauszuholen ist. Kannst du es rumdrehen? Ich werde meine Zeit trotzdem erstmal darauf verwenden, mich für die Einladung zu bedanken. Ich bin vor 14 Jahren als Attac hier in Deutschland gegründet worden, ist eingetreten und ihr macht einfach tolle Veranstaltungen. Ja. Also, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert. Ja. Über die gerade eben vorgebrachte Position von dem Kollegen Schäfer, wenn ich mal so sagen darf, dass das Gewissen der Abgeordneten am Ende dann dazu führen wird, dass das, was ausverhandelt ist, dass das dann ja dann im Parlament gestoppt werden kann. Ich fürchte, ja, das ist ja selber gesagt, ja, also man kann ja auch mal eine Zahl sagen. Diese Verhandlungen waren ja bis Sommer letzten Jahres ganz geheim in dieser High-Level-Group, ja, die da eben das Ganze vorbereitet hat. Anschließend gab es das Mandat. Dann sind Dokumente dann dankenswerterweise mal rausgekommen und die Teilnehmerlisten von denjenigen, die da miteinander gesprochen haben, es waren 93% Wirtschaftsvertreter, die da letztendlich gehört worden sind. Da kann ich mir ungefähr vorstellen, wie ausgewogen das Verhandlungsergebnis am Ende sein wird. Ja. Die reden ja schon seit fast 3 Jahren miteinander.
Sie glauben doch nicht ernsthaft, ja, dass wenn da jetzt noch, ich glaube auch, dass es länger dauert, wenn da jetzt noch weitere anderthalb Jahre geredet wird, ja, dass dann ganz am Ende irgendjemand aufsteht und sagt, naja, wir haben es halt probiert, es hat nicht so richtig funktioniert, wir lassen es dann wieder. Im Leben nicht, im Leben nicht. Ja. Diese Geheimhaltungsgeschichte, ich habe 15 Jahre lang als betriebswirtschaftlicher Berater von Betriebsräten gearbeitet, ja, das kenne ich aus Due Diligence-Prozessen. Wenn jetzt beispielsweise GE kauft gerade Alstom. Ja? Siemens bewirbt sich auch darum, es wird ein Datenraum eingerichtet. Ja? Dann gucken die das alles an, ja? Prüfen es auf Herz und Nieren. Und die Erfahrung ist, die am Ende gibt es einen Verkauf, entweder an den einen oder an den anderen. Und genau so wird das hier auch sein bei diesem Abkommen. Das wird durchverhandelt werden. Genauso ist ja richtig gesagt worden von Herrn Häusling, dass CETA fertig ist. Ja? Da ist dieser Investorenschutz drinne. Ich verstehe überhaupt nicht, dass ihr als SPD da nicht sagt, ich mache da nicht mit. Warum sagt ihr das hier? Und wo ich am meisten Angst davor habe bei der Fragestellung der Demokratie, ist dieser Rat für regulatorische Kooperation, der dann anschließend eingerichtet werden soll. Diese Prozessvereinbarung, die beschrieben worden ist. Da soll zukünftig von diesem Rat jedes Gesetz in ganz Europa und in den USA darauf geprüft werden, ob es Handelshemmnisse in irgendeiner Form beinhaltet. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was für Nasen da drin sitzen werden in diesem Rat, und ich kann mir auch ungefähr vorstellen, was das für Konsequenzen für unsere Gesetzgebung haben wird. Also von daher, Transparenz ist was anderes, so geht es nicht, das Ding muss gestoppt werden, und da brauchen wir auch eine klare Positionierung von den Grünen, von der SPD und von den Grünen. Zeit war noch nicht begriffen, angegriffen, jetzt wurde ich noch eine Minute zugestehen.